Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wie auch immer, Freunde. Lange, lange ist es jetzt wieder her. Aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich weiter, sobald wir Zeit haben. Bart lassen wir natürlich schön wachsen, ne? Ich bin momentan echt, ich bin sehr, sehr viel am Arbeiten, Leute. Und daher habe ich echt die Zeit nicht. Jetzt nutze ich eben mal die Zeit und würde euch gerne so ein kleines Video drehen. Ich denke mal, das sollte einmal gezeigt werden, weil der ein oder andere das vielleicht nicht weiß. Ich wusste es auch nicht. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich gesagt, ja, super, perfekt. Dann ist das noch eine gute Gelegenheit, ein Video zu drehen, Freunde. Ne? Da sind noch so ein, zwei Sachen mit meinem Golf, was wir machen müssen. Da sind wir auch komplett fertig mit dem Golf und dann schließen wir das Thema auch ab. Und dann werde ich mir auch ein neues Projekt besorgen. Heute gehe ich was besichtigen, aber da kommen wir später zu. Ne? Genug gelabert. Ich würde sagen, ich klatsche das Intro jetzt dazwischen und nach dem Intro legen wir los. Schön dranbleiben, Freunde. Es wird spannend. So, Freunde, Intro habt ihr gesehen. Jetzt drehe ich einmal die Kamera und zeige euch mal, worum es sich heute handelt. Und zwar ganz, ganz einfach. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, kamen niegelnagelneue Allwetterreifen drauf. In 205, 55, 16 Zoll mit den Alus. Und schön tiefer gelegt war er ja, ne? So. Natürlich müssen wir die gleich mal sauber machen, ne? So, ums Reifen geht es heute natürlich, um die Reifen. So, wie ihr sehen könnt, sind neue Reifen drauf. Also müssen wir jetzt noch auf jeden Fall, Luftdruck ist auch alles in Ordnung. Ich habe jetzt überall 2,3 Bar reingemacht, das reicht, weil ich alleine fahre. Ne? Die Kids fahren mit dem großen Wagen und das reicht. Und ich transportiere nicht viel, daher ist es in Ordnung. Ja, und jetzt müssen wir natürlich das einmal abspeichern bzw. resetten, weil ich hatte ja mal, ich hatte Winterreifen drauf, die abgefahren und Schrott waren. Die sind jetzt im Müll. Den hatte ich mal flicken lassen und seitdem an leuchtet dieser Warnhinweis auch. Das ist für Luftdruck, Freunde. Ihr kennt das, ne? Vorne rechts. Das da ist natürlich für Dings. Eine Birne muss noch hinten neu. Und zwar, damit wir das jetzt resetten können, wartet mal, ich mache mal das Klima aus, damit wir das jetzt resetten können, so, Auto muss natürlich still stehen, ne, nicht bewegen, alle vier Reifen müssen exakt richtig eingestellt sein mit dem Luft, so, und zwar machen wir Zündung an und der Reset-Knopf davon befindet sich im Handschuhfach, Freunde. Im Handschuhfach hier vorne links. Da müssen wir jetzt hier müssen wir drauf drücken und gedrückt halten, bis ein Warnhinweis, ein Ton kommt. Und sobald ihr dieses Ton hört, dann lässt er los und dann schaut ihr am Display, ob es aus ist. Somit hatte es dann es abgespeichert und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Die Werte sind dann komplett abgespeichert. Das machen wir jetzt mal. Drücken und gedrückt halten. Ihr habt es gehört. Warnhinweis kam. Und zum Tacho. Und es ist aus. So, um es alles nochmal zu prüfen. Zündung aus. Zündung an. Es leuchtet alles auf. Geht wieder aus. Perfekt. Jetzt starten wir den Wagen einmal. So, perfekt. Somit haben wir es zurückgesetzt. Das hier ist die Handbremse, die geht auch aus. Diesen Warnhinweis kriegen wir auch weg, wenn wir sobald wir hinten eine Birne drin haben. Perfekt. Freunde, ihr habt es gesehen. Ganz einfach, nicht vergessen, im Handschuhfach über den Airbag oben links, linke Seite. So, Moment, so, Freunde, ihr habt es gesehen, das ging ruckzuck,
Jetzt haben wir es endlich aus. Jetzt sind die Werte auch abgespeichert. Wenn es jetzt die nächste Zeit nochmal aufleuchten sollte, heißt das einmal prüfen, nochmal Luft nachpumpen an der Tankstelle oder mit dem Kompressor, was auch immer, wie ihr gerade die Möglichkeit habt. Oder wenn ihr so einen Kompressor habt für einen Zigarettenanzünder, natürlich geht es auch, ne? Im Auto anschließen, langes Kabel dranhalten, Luft rein und fertig ist die Sache. Ja, dann hätten wir das. Ich wollte das einmal echt gezeigt haben, weil, um ehrlich zu sein, ich wusste nicht, dass das da im Handschuhfach ist, ne? Weil ich jetzt gerade, wie gesagt, die Reifen neu drauf machen lassen habe und so alles. Und das Kuriose ist, der Reifen Fritze, der wusste auch nicht. Will er mir klar machen, ja, muss er rauskodieren, bla bla. Ich sag, alles klar, ja, lass mal. Ich find da schon eine Lösung für. Ja. Und war ein bisschen im Netz recherchiert, bisschen im Internet geguckt, hier und da. Und hab gefunden. Und da ich es selber nicht wusste, habe ich gesagt, drehst du mal ein kleines Video drüber. Und sagst einmal der ganze Community einmal Hallo sagen und einmal blicken lassen und ein paar Infos teilen. Ne? Genauso wie wenn wir die 5000er Marke Abo knacken, gibt es ein riesen Gewinnspiel, Freunde. Ne? Ja, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Was auf jeden Fall hier noch kommt, sind hinten die Bremsen, Scheiben und Klötze. Kriegt der Golf neu, beziehungsweise die liegen schon im Kofferraum. Dafür nochmal ein fettes Dankeschön an Febi Bildschein, Freunde, an meinen Sponsor. Und hinten die Querlenker kriegt er neu. Rechts und links auch von Febi Bildschein natürlich, wurde auch gesponsert von denen. Vielen, vielen Dank. Somit hätten wir dann den Golf fertig. Damit können wir dann abschließen. Ja, Ölwechsel und sowas habe ich jetzt nicht gezeigt, aber das habe ich auch alles, das ist auch alles fertig, ne? Ja. Und sobald die Sachen jetzt mit den Bremsen und mit den Querlenkern dran sind, schließen wir komplett mit dem Golf ab. Und ein neues Projekt gehe ich mir jetzt gleich ungefähr in 2 Stunden kaufen. Und da kommt, ich halte euch aber auf dem Laufenden, da werden auch sehr, sehr viele Videos wahrscheinlich kommen. Und ja, der Grund, warum ich den Golf jetzt auch abgebe, verkaufe, ist ein Benziner. Und ich möchte aber, ich brauche einen Diesel dringend, arbeitstechnisch gesehen, brauche ich einen Diesel. Und der hat mir einfach zu wenig PS. 80 PS hat der ist ja ein 1,4er Benziner. Das ist mir einfach zu wenig. Aber ich möchte gerne mehr haben. Und der Wagen, den ich mir kaufe, ist ein Diesel, der wird 150 PS haben, aber da kommen wir später drauf zu, ne? Ja, Freunde, ich würde mich echt wie immer freuen, wenn ihr mir die Kommentare vollballert, einen Daumen hoch da lässt, das Video verbreitet, weiter sagt, wie auch immer. Wenn Fragen sind oder Anregungen, immer natürlich alles in die Kommentare, ihr wisst's, ne? So, und den Bart lassen wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen wachsen. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft mehr Videos wieder raushauen. Jetzt zum Winter hin werde ich mehr Zeit haben, weil dann weniger auf Arbeit los ist und da werde ich natürlich mehr Videos raushauen. Ja, in diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund, euer Sony. Bis dann, ciao.